Hallo Susanne, wie geht's dir? Schon wieder Freitag. Ich hoffe, die Woche war nicht ganz so schlimm. Ja, hi Annette, ganz gut soweit. Also die Woche war eigentlich okay. Ich habe nur eben mich wieder mal echt total geärgert, was wir teilweise für schlechte IT-Systeme haben, echt. Also ich habe versucht, bei so einem Tierhändler was für meinen Hund zu bestellen. So Shampoo und eine Bürste, was er halt regelmäßig braucht. Der braucht halt super viel Pflege. Ey, und es hat mal wieder überhaupt nicht geklappt, ey. Ich habe die Sachen da zum Warenkorb hinzugefügt. Dann waren die auf einmal verschwunden, als ich bezahlen wollte. Da musste ich wieder zurückgehen und das alles raussuchen. Das hat ewig gedauert, weil ich ein bestimmtes Produkt auch nur haben wollte. Und das hat mir jetzt gerade schon wieder so halb das Wochenende versaut, ey. Na, dann hoffe ich mal, dass das Richtige ankommt. Aber reg dich nicht auf, keep calm. Du weißt, Konsistenz in verteilten Systemen ist aber auch schwierig. Wahrscheinlich sind die Entwickler des Webshops, an den du da geraten bist, haben wahrscheinlich nur dem weisen Ratschlag von James Hamilton gefolgt, nämlich sicherzustellen, dass das System skalierbar ist, dass die Kunden möglichst schnell und zufrieden behandelt werden. Und haben daher die Konsistenz auf ein Minimum reduziert, sodass seine Interaktion mit dem Webshop nicht das tat, was sie sollte, du dafür aber ganz besonders schnell und zuverlässig bestellen konntest. Es ist nicht ganz so einfach, konsistente Web-Applikationen zu schreiben, aber wem erzähle ich das denn? Wie wir wissen, verteilte Transaktionen sind ja das, womit wir Programmierer eigentlich ganz gerne umgehen wollen. Die erlauben uns nämlich auch in großen verteilten Systemen eigentlich so zu agieren, wie wir das von lokalen Instanzen kennen. Verteilte Transaktionen erlauben es uns, ja, die verschiedenen Subsysteme, aus denen ein System ja typischerweise besteht, gemeinsam in einer Transaktion abzudaten und dabei die Asset-Garantien, wie man ja aus den Datenbanken kennt und liebt, da entsprechend vorzuhalten. Leider werden diese verteilten Transaktionen aber typischerweise durch so ein Two-Phase-Commit, also ein Zwei-Phasen-Commit, implementiert, das dafür sorgt, dass die Änderungen nur gemeinsam sichtbar werden. Und insbesondere, wenn eines der Subsysteme das Commit einer Transaktion entsprechend verhindert, dass dann im Grunde genommen die komplette Transaktion nicht stattfindet, sondern entsprechend zurückgerollt wird. Viele Datenbanksysteme implementieren das ja auch, vielleicht sogar der Webshop, bei dem du warst, wird ja auch toll unterstützt. Es gibt zum Beispiel auch eine entsprechende API in Java. Allerdings wissen wir, dass gewisse Qualitätsattribute, die wir von unseren großen, tollen, verteilten Systemen eigentlich kennen und mögen, nämlich solche Dinge wie Verfügbarkeit, Fehlertoleranz, Autonomie, die Resilienz, kurze Latenzen, Netzwerkpartitionen, schnelle Antwort, Scalability, also dass man tatsächlich auch bei großen Nutzeranfragen auf weitere Maschinen ausweichen kann und ähnliches, und das Coupling, was wir natürlich auch mögen im Software-Design, dass diese im Grunde genommen negativ beeinflusst werden durch so eine globale Koordinierung, wie wir sie jetzt bei den verteilten Transaktionen eben gesehen haben. Eric Brewer hat das eigentlich schon mal ganz schön zusammengefasst. Wenn wir Systeme haben wollen, die diese schönen Eigenschaften, wie jetzt beispielsweise Verfügbarkeit oder auch gute Performance und ähnliches, wenn wir die zur Verfügung stellen wollen, dann müssen wir eigentlich von unserem Wunsch, Asset zu garantieren, ein Stück zurückgehen und im Grunde genommen typischerweise die beiden Aspekte Consistency und Isolation dafür ein Stück weit opfern. Ich habe es nochmal kurz zusammengefasst. Asset steht ja, wie wir wissen, für Atomizität, Konsistenz, Isolation und Durability, also dass Updates entsprechend durable gemacht werden. Was heißt das eigentlich auf Deutsch? Um die zu implementieren, hat man häufig Methoden, Mechanismen, wie beispielsweise die One-Copy-Consistency, die dem Programmierer die Illusion gibt, dass wir immer nur auf einer Kopie der Daten arbeiten und dadurch konsistent sein können, weil wir ja immer nur von der gleichen Kopie lesen und schreiben. Auch Isolation,
die es im Grunde genommen erlaubt, über ein System, ein Datenbanksystem, so nachzudenken, wie wenn alle Operationen eine nach der anderen serialisiert werden, also nichts gleichzeitig passiert, sondern die Dinge nacheinander passieren. Typischerweise haben wir da auch die pessimistische Synchronisierung, die dafür sorgt, dass mithilfe von Nebenläufigkeitsmechanismen wie Logs oder synchronen Updates dafür gesorgt wird, dass genau diese Isolation Konsistenz entsprechend erhalten wird. Wir haben globale Commits, die durch diverse Protokolle wie Konsensusprotokolle oder auch das Two-Phase-Commit, was wir eben gesehen haben, entsprechend garantiert wird. Diese schönen Dinge können wir nicht alle in einem verteilten System garantieren, wenn wir auch Netzwerkpartitionen tolerieren wollen. Das ist ja das, was das CAP-System uns, das CAP-Theorem formalisiert hat. Die Alternative, die moderne Alternative, ist im Grunde genommen die Base-Variante, die es erlaubt, einem System Eventual Consistency zu garantieren. Das hat diverse Nachteile, wie wir gleich nochmal sehen werden. Also wir kriegen nur eine bestimmte Art von Konsistenz, nicht die starke Konsistenz, wie wir sie aus ACID kennen. Dafür aber Verfügbarkeit als Top-Priorität, typischerweise implementiert mithilfe von optimistischer Synchronisierung. Das heißt, wir verwenden keine blockierenden Operationen wie Logs oder synchrone Updates, sondern versuchen, die Kommunikation asynchron zu halten und so auch Netzwerkpartitionen und Probleme bei der Kommunikation entgegenzuwirken und das System trotzdem verfügbar zu halten. Insbesondere erlaubt es uns sowas wie lokale Commits, das heißt, wir können auf einzelnen Replikaten unserer Daten arbeiten und können dadurch sicherstellen, dass auch wenn ein Teil der Replikate oder ein Teil des Systems nicht verfügbar ist, andere Bereiche halt trotzdem weiterarbeiten können. Da müssen wir einen gewissen Preis für natürlich zahlen, also gerade auch was die Eventual Consistency angeht. Die Eventual Consistency, wie sie Doug Terry bereits 1994 eingeführt hat, sagt ja, dass wenn wir ein System haben, das Eventual Consistency ist und diverse Replikas dann hat, dass diese Replikas eventually, also irgendwann einmal, ohne eine bestimmte Zeitgarantie zu geben, dass diese dann konvergieren und jedes Replikat im Grunde genommen, sobald es die gleichen Updates gesehen hat, den gleichen State hat. Allerdings ist diese ursprüngliche Definition von Eventual Consistency begründet darauf, dass die Konvergenz nur dann gegeben ist, falls keine neuen Updates mehr reinkommen. Das ist in den allermeisten Fällen typischerweise ja nicht der Fall. Wir wollen ja nicht irgendwie unseren Webshop oder unsere Datenbank zwischendurch mal kurz anhalten, damit sie irgendwie auf einen konsistenten Status konvergiert, sodass die Definition eigentlich nicht so richtig gut anwendbar ist für ja, diverse Systeme, wie wir sie entsprechend kennen. Die pragmatische Interpretation der Definition von Doug Terry erläutert sie dann im Grunde genommen folgendermaßen. Was bei Eventual Consistency im Vordergrund steht, ist zum einen der Hinweis darauf, dass die Operation eventually, also irgendwann mal tatsächlich auch die anderen Replikas erreicht. Ja, das ist das, wovon wir im Grunde genommen ausgehen. Um sicherzustellen, dass das System hinterher auch auf einen Zustand, der gleich ist, konvergiert, müssen Operationen, die nicht kommutativ sind, in der gleichen Ordnung auf jedem Replikat durchgeführt werden. Operationen, die kommutativ sind, da ist die Ordnung im Grunde genommen egal. Und was auch sichergestellt werden muss, ist, dass der Endzustand deterministisch erreicht werden kann, nämlich wenn ein Replikat die Operation jetzt in einer bestimmten Reihenfolge erhält, die insbesondere die nicht kommutativen Operationen anordnet, dass, wenn ein Replikat diese Operation in der Reihenfolge dann abspielt, dieses Replikat den gleichen Zustand hat wie die anderen Replikate. Und damit kann man dann entsprechende Systeme eigentlich ganz schön bauen. Hat man gedacht.
Das Problem ist allerdings, dass das in den allermeisten Fällen dann doch nicht ganz genauso funktioniert, wie man sich das vorstellt. Wir Programmierer sind ja typischerweise darauf ausgerichtet oder dazu erzogen worden, sequenziell zu denken. Die meisten Programmierkurse führen ja auch sequenzielle Programmierung als erstes ein und dann nebenläufige Programmierung. Und da geht man halt typischerweise davon aus, wenn ich eine Variable mehrfach lese, kriege ich innerhalb einer Transaktion ja eigentlich doch immer den gleichen Wert. Unter Eventual Consistency ist das, wie gesagt, nicht der Fall. Und das führt dann dazu, dass wir viele Dinge in der Applikationslogik nochmal mit abdecken müssen, die uns nicht durch Garantien auf dem Data Layer gegeben werden. Insbesondere sind Applikationen, die auf Eventual Consistency aufbauen, typischerweise schwierig zu testen. Die meisten Probleme, die auftauchen, passieren, wenn es Fehler in der Netzwerkkommunikation und so weiter gibt. Das lässt sich auch im Test nicht immer so furchtbar gut reproduzieren und ist halt unheimlich schwierig zu debuggen. Und dann ist dann so die Frage, ne? Wieso war das Shampoo vom Hund plötzlich nicht mehr in deinem Warenkorb? Die Verantwortung, mit diesem Problem umzugehen, liegt im Grunde genommen beim Programmierer und da gibt es eine ganze Reihe an Möglichkeiten, die da schief gehen können. Immer dran denken, Eventual Consistency liefert einem ja nur die Garantie, dass die einzelnen Replikate, nachdem sie die Updates gekriegt haben und die nicht-kommutativen entsprechend angeordnet sind, dass der gleiche State dabei rauskommt. Das bedeutet aber insbesondere, dass nicht garantiert ist, dass Dinge wie Kausalität, wie wir jetzt auch in dem Comic hier beispielsweise sehen, dass die eingehalten wird. Und auch darauf muss der Applikationsprogrammierer eingerichtet sein und die Applikation entsprechend so bauen, dass sie funktioniert, wenn die Operationen oder Events in einer beliebigen Reihenfolge, zumindest die kommutativen, in einer beliebigen Reihenfolge ankommen. Outdated Data, also Daten, die nicht mehr aktuell sind, plötzlich wieder erscheinen, weil die Konvergenz dazu führt, dass vielleicht neuere Updates ignoriert werden. Es kann natürlich auch passiert werden, was man damit unter Umständen sich einhandelt, ist dann Data Loss, also Datenverlust. Es kann auch passieren, dass man dann konfligierende Updates kriegt und da auch eine entsprechende Konfliktlösestrategie implementieren muss oder sich zumindest darum kümmern muss, dass da semantisch das Richtige auch passiert. Und eine ganze Reihe an Nebenläufigkeitsanomalien können da im Grunde genommen mit auftauchen. Und das führt dazu, dass Applikationen typischerweise dann eine Reihe von Fehlern aufweisen, und sie sich nicht unbedingt so verhalten, wie man das eigentlich gerne hätte. Insbesondere die Konflikt-Handling-Strategies sind da auch eine ganz typische Fehlerquelle oder Quelle der Verwirrung, sollten wir es vielleicht nennen, die von Programmierern und von Systemen auch auf verschiedene Art und Weise adressiert werden. Nicht jeder Eventual Consistent Data Store bietet da die gleichen Optionen und die gleiche Herangehensweise. Einige haben beispielsweise die Strategie, Konflikte zu ignorieren, eine Primary Copy auszuwählen, die als Inbegriff der Wahrheit gilt und gegen die dann die Operationen entsprechend ausgeführt werden, hat natürlich so ein paar Probleme. Andere gehen hin und verlassen sich auf eingebaute Uhren und ordnen dann die entsprechenden Updates nach Zeitstempeln, sodass das neueste Update, also der Last Writer, gewinnt und die anderen Updates entsprechend verworfen werden. Die Idee kann man natürlich dann auch noch erweitern und die Ordnung der Updates nicht nur anhand der Zeitstempel festlegen, sondern vielleicht auch Dinge wie logische Clocks oder Identifier oder sowas mit einfügen, um Konflikte aufzulösen. Relativ spannend sind so neuere Techniken, die eigentlich eher im Bereich der semantischen Konfliktauflösung arbeiten und die applikations- und domänenspezifisch Regeln dann aufstellen oder aber auch die Wahrscheinlichkeit von Konflikten versuchen zu reduzieren, indem sie die
Zeitfenster, in denen Konflikte auftreten können, beispielsweise auch versuchen, auf ein Minimum zu reduzieren oder auch die Konfliktgranularität entsprechend zu reduzieren. Und das ist ein echt super spannendes Thema. Insbesondere im Bereich der domänenspezifischen Regeln gab es in den letzten Jahren eine ganze Reihe an Entwicklungen, die unter anderem dazu führten, dass Patent einen neuen Begriff geprägt hat. In dem Zusammenhang sprechen wir nicht mehr von Asset, sondern eher von Asset 2.0. Da steht dann das Akronym für assoziativ, kommutativ, idempotent und distributiv. Und was das im Grunde genommen bedeutet, ist, dass wir hingehen können und basierend auf der Logik oder der Semantik der verteilten Daten gewisse Garantien für eine Konsistenz und Konvergenz geben können, wenn die Operationen assoziativ, kommutativ, idempotent und distributiv sind. Das bedeutet nämlich, also wenn unsere Operationen das entsprechend erlauben, insbesondere auch diesen Kommutativitätseffekt, erlaubt es uns, die Operationen, wie sie auf den einzelnen Replikas passieren, ja, wenn wir hier zum Beispiel Replika 1 und Replika 2 haben, wenn wir hier verschiedene Operationen haben, dann können wir die im Grunde genommen in einer beliebigen Reihenfolge ausführen, semantisch aufgrund der Kommutativität. Ist der Zustand bei beiden Replikaten am Ende der gleiche, sobald alle Operationen auf den jeweiligen Replikaten entsprechend ausgeführt werden können. Und welche Operationen man jetzt kommutativ macht, kommt ein bisschen drauf an, auf welcher Ebene man arbeitet. Man kann es auf den Datentypen direkt machen, aber man kann das natürlich auch eine Ebene höher ansetzen und die Domänenoperationen entsprechend so designen, dass sie diese Eigenschaften haben. Und das erlaubt es uns dann wieder, Datenbanken bzw. verteilte Applikationen zu bauen, die immer noch diese schönen Verfügbarkeitseigenschaften haben, dem Nutzer trotz allem eine konsistente Sicht irgendwie bieten, diese klassische Konsistenz und Isolation, wie Sie aus Asset kennen, die wird dann entsprechend, ist dann entsprechend nicht mehr da. Hier haben wir nochmal ein Beispiel. Ich weiß nicht, ob das perfekt auf deine Erfahrung mit dem Webshop passt, aber was halt passieren kann unter Asset 2.0, wenn man jetzt die Daten so entsprechend modelliert, dass wir unseren Shopping-Cart hier haben und du dann auf deinem Rechner vielleicht die Seife und die Lotion in den Shopping-Cart reingepackt hast und auf deinem Handy dann vielleicht nochmal Lotion und Brush hinzugepackt hast. Vielleicht wurden diese Operationen auf verschiedenen Replikas intern in dem Webshop ausgeführt und beim Zusammenfügen eine entsprechende Operation dann gewählt, die assoziativ, kommutativ und idempotent ist, nämlich zum Beispiel die Set Union, also die Mengenvereinigung. Und dann war dann plötzlich Seife, Lotion und Brush gemeinsam drin, obwohl du die Sicht jetzt in den einzelnen Replikas selber vielleicht nicht selbst gehabt hast. Immerhin war der Webshop verfügbar. Also es kann passieren, dass dann Items einem einfach wieder nochmal herkommen. Frage ist, kriegt man das eigentlich mittlerweile besser hin? Hast du da noch eine Idee? Ist ja schon nervig, ne? Ja, absolut. Also ich habe da absolut ein paar Ideen, wie man das besser machen kann. Deswegen schlage ich vor, wir wechseln mal eben kurz und dann kann ich das auch noch ein bisschen erzählen, was ich zumindest glaube, was man da relativ einfach verändern könnte, damit es besser wird. Ich glaube, also wirklich clevere Programmierer, die fangen an und machen das Ganze ein bisschen anders. Die modellieren auch das Domänenmodell anders, ja. Und ich behaupte mal, die betrachten nicht nur den eigentlichen State von der Shopping Cart hier links, sondern die modellieren zusätzlich in ihrem Domänenmodell auch noch quasi die Domain-Events. Also immer dann, wenn der Nutzer mit der Shopping Cart interagiert, wird beispielsweise so eine Add-Item-Action generiert und im System gespeichert. Das hat nämlich dann den Vorteil,
dass ich aus diesen Add-Item-Actions jederzeit den aktuellen Zustand meiner Shopping-Cart einfach berechnen oder herleiten kann. Und das gilt halt auch für den Fall von Netzwerkpartitionen. Also wenn ich irgendwo einen Ausfall jetzt intern habe und ich werde dann an ein anderes Replikat weitergeleitet als Nutzer und ich interagiere damit der Shopping-Cart, füge weitere Items hinzu und dann kann, nachdem diese Partition aufgelöst ist, können die Replikate einfach nur quasi diese Add-Item-Actions austauschen und jedes Replikat kann unabhängig von irgendwelchen anderen Replikaten jederzeit aus der Gesamtmenge der Domain-Events herleiten, wie der eigentliche Zustand der Shopping-Cart halt eben sein muss. Wenn man sich das auf Code-Ebene nochmal anschaut, dann sieht man halt, dass hier dieser Event-Händler, Handle at Item Actions auf der rechten Seite, dass der quasi kommutativ ist. Ja? Also ich kann in das Set Line-Items unabhängig von der Reihenfolge der Events und der Operationen die Items hinzufügen und es kommt unabhängig von der Reihenfolge da immer der gleiche State sozusagen raus. Das heißt, das ist ein erster Schritt quasi in die richtige Richtung, also nicht mehr jetzt vielleicht einfach nur den State propagieren, sondern stattdessen diese Domain-Events oder Commands zwischen den Replikaten propagieren. Hat aber noch einen Nachteil, denn was ist denn jetzt, wenn ich zusätzlich auch noch diese Lösch-Items hinzufüge? Also wenn ich nicht nur Items zu meiner Shopping-Cart hinzufügen kann, sondern auch Items wieder löschen kann, dann wird es kompliziert, denn dann haben wir das Problem, dass diese beiden Event-Händler hier, Handle Add Item Action und Handle Delete Item Action, auf dasselbe Set hier gehen und dann sind wir plötzlich wieder reihenfolgeunabhängig. Ja? Kann man relativ einfach sehen hier an einem Beispiel hier jetzt, wo ich mit einem Shop, wo ich eben Pflanzen bestellen kann, ja. Da habe ich hier unten die Aktionen oder Events, also da wird eine Rose hinzugefügt, eine Lupine, später wird die Rose wieder gelöscht und dann wird noch so ein Foxglove hinzugefügt und dann habe ich den Zustand, den Endzustand hier ist halt nur die Lupine und der Foxglove drin. Und wenn ich jetzt auch in einem anderen Replikat hier eine andere Reihenfolge wähle, wo diese Events ausgeführt werden, hier wird blöderweise das Löschen der Rose vor dem Hinzufügen gemacht, dann habe ich halt hier einen anderen Zustand, ja, und ich habe entsprechend halt keine Konvergenz mehr leider. Ja, blöd. Also was ist hier passiert im Endeffekt? Ja, also dadurch, dass ich jetzt auch noch Items löschen kann, habe ich sozusagen Reihenfolgenabhängigkeit eingeführt und wenn man das jetzt nochmal auf einer mathematischen Ebene betrachtet, dann liegt das Problem darin begründet, dass das Hinzufügen zu einem Set, das ist eine monotone Funktion, das heißt, da kommt immer nur was hinzu, noch ein Item, noch ein Item, noch ein Item. Wenn ich aber auch Deletion hinzufüge, dann wird diese Eigenschaft, diese Monotonitätseigenschaft sozusagen zerstört. Das State springt vor und zurück, also Item ist drin, Item ist nicht drin und so weiter. Und dann habe ich da plötzlich die Reihenfolgenabhängigkeit. Ja? Aber ich behaupte, auch das würden die cleversten Programmierer in den Griff bekommen, dieses Problem. Also bin ich wirklich fest davon überzeugt, wenn da gute Leute ein bisschen drüber nachdenken, dann würden sie auf folgende Idee kommen. Ja? Also sie würden damit beginnen, dass sie halt sich nicht nur merken, wenn ein Item hinzugefügt wurde über so eine Add-Item-Action, sondern sie würden zusätzlich auch noch separat sozusagen recorden, wann immer ein Item wieder gelöscht wurde. Das heißt, anstelle von einem Set, was monoton ist, verwalten wir jetzt zwei monotone Sets. Und dann können wir aus diesen beiden monotonen Sets hier dann wieder jederzeit hier über diese GetLineItems-Funktion berechnen, wie der aktuelle Zustand meiner Shopping-Cart eben ausschauen muss. Das heißt, ich habe hier halt dadurch, dass ich hier zwei Sets verwende, diesen Trick hat dann halt eben dazu geführt, dass hier diese Event-Händler wieder kommutativ sind im Endeffekt, ist egal in welcher Reihenfolge ich die aufrufe. Ich kann jederzeit über diese Funktion berechnen, wie mein aktueller State ist in der Shopping-Cart. Ja. Also im Endeffekt haben wir den Zustand in unserem Domain-Modell
ein bisschen anders modelliert. Ja, anstelle von einem monotonen Set haben wir einfach zwei monotone Sets eingeführt. Und dadurch haben wir wieder quasi Reihenfolgeunabhängigkeit hinbekommen, also Kommutativität im Endeffekt. Genau, und damit sind wir eigentlich schon beim Kern des Keim-Theorems sozusagen. Das Keim-Theorem besagt nämlich, dass es für eine bestimmte Subklasse von Problemen, dass wir da sozusagen praktisch das Kapp-Theorem aushebeln können. Ja. Das Keim-Theorem besagt nämlich, dass es für monotone Probleme in verteilten Systemen eine Implementierung gibt, die in Konsistenz resultiert und die außerdem ohne globale Koordination auskommt. Und globale Koordination, haben wir am Anfang gesehen, ist keine so tolle Sache, weil es eben negative Auswirkungen hat auf ganz viele Qualitätsattribute, die wir normalerweise erreichen wollen. Und deswegen ist es natürlich hier an der Stelle ein sehr schönes Ergebnis. Ja. Man könnte das Ganze auch noch ein bisschen intuitiver formulieren. Im Endeffekt, monotone Probleme sind quasi die Probleme, deren Ausgabe ausschließlich von ihren Eingaben abhängen. Ja? Und dabei ist es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge diese Eingaben berechnet werden. Ja? Es kommt am Ende trotzdem immer das Gleiche raus. Ja? Das ist im Endeffekt der Kern des Keim-Theorems. Und der Joe Hellerstein hat es auch nochmal ein bisschen anders formuliert. Also Joe Hellerstein ist im Endeffekt auch so ein sehr bekannter datenbankenverteilter Systemeforscher, ist auch an der Uni in Berkeley da auf so einem Lehrstuhl, die quasi auf dem Erbe von Jim Gray begründet ist. Und der Jim Gray ist ja einer, ich sage jetzt mal, der ganz Großen in unserem Feld, hat auch als einer der wenigen einen Turing Award bekommen, also die höchste Auszeichnung in unserer Disziplin. Und er hat im Endeffekt, also Joseph Hellerstein hat das Keim-Theorem geprägt. Und er hat gesagt, also intuitiv gesprochen, können monotone Probleme auch dann weiter verfügbar bleiben, wenn nicht alle Informationen verfügbar sind, sprich, weil zum Beispiel ein Teilsystem ausgefallen ist, ja, können einfach weiter verfügbar bleiben und das Ganze heilt dann sozusagen, sobald die Netzwerkpartition oder auch der Ausfall geheilt ist, von alleine wieder. Ja, und deswegen nochmal so kurz zusammengefasst, ja, also das Kapp-Theorem ist im Endeffekt, man könnte sagen, etwas, was nur zutrifft, wenn wir annehmen, dass unsere Softwareprogramme beliebige Probleme lösen müssen. Ja. Und wir wissen ja alle, in der Praxis sind die Probleme meistens nicht ganz so akademisch vielleicht, wie wir in der Ausbildung lernen. Das heißt, es ist hier durchaus eine Anwendbarkeit gegeben von dem Keim-Theorem, denn das Keim-Theorem ist wiederum ein Gegenentwurf, es ist ein positives Ergebnis und das Keim-Theorem beschreibt halt eine bestimmte Klasse von Problemen, die auch dann, wenn wir Ausfälle haben, Netzwerkpartitionen haben und wir haben ständig Ausfälle in verteilten Systemen, quasi weiter verfügbar bleiben können und sobald die Partition oder der Ausfall geheilt ist, konvergieren die Systeme automatisch ohne weitere globale Koordination auf einen und denselben konsistenten Zustand zu. Und damit können wir im Endeffekt praktisch für diese Klasse von Problemen das Kapp-Theorem sozusagen aushebeln. Okay, so, jetzt haben wir relativ viel über semantische Verfahren gesprochen, auch darüber, wie man vielleicht bestimmte Spezialitäten in der Domänenlogik ausnutzen kann, um Konflikte auf, ich sag mal, elegantere Art und Weise zu lösen. Und was wir jetzt noch ein bisschen genauer anschauen wollen im letzten Teil ist, wie man im Endeffekt auch gezielt das Design von einem Domänenmodell so optimieren kann, dass eben die Wahrscheinlichkeit für Konflikte stark zurückgehen kann. Ja? Und auch hier würden wir gerne einsteigen mit einem Zitat von dem Pat Hallen. Er hat 2016 mal gesagt, okay Leute, Immutability ändert eigentlich alles. Ja. Und deswegen ist eine starke Aussage, aber das würden wir halt auch eben unterstützen, dass es in der Praxis sehr viele Implikationen haben kann. Immutability ist hier ein
ein interessantes Mittel, wie man eben bestimmte Herausforderungen im Zusammenhang mit schwacher Konsistenz ganz gut angehen kann. Und entsprechend ist es auch etwas, was wir empfehlen zu verwenden. Ja. Und wir haben so eine Taxonomie bei Fraunhofer entwickelt. Und diese Taxonomie beschreibt im Endeffekt verschiedene Arten von Daten. Und unsere Behauptung ist im Endeffekt, es gibt halt diese verschiedenen Arten von Daten und je nach Klasse sind die halt eben besser oder schlechter geeignet im Zusammenhang mit schwach konsistenten Systemen. Und in dieser Taxonomie ist Immutability halt auch ein ganz wichtiges Kriterium, also eine ganz wichtige Frage, die man sich stellen sollte. Sind meine Daten tatsächlich mutable oder sind sie eher immutable? Und wichtig, dass es hier wirklich sollte motiviert sein von der Fachlichkeit heraus, also nicht irgendwie technisch irgendwas immutable machen, sondern wirklich jetzt von der Domänenlogik her habe ich Daten, die eigentlich immutable sind. Und da fallen einem natürlich als erstes die Domain-Events ein, ganz klar. Das sind halt Ereignisse, die im System auftreten, wichtige Ereignisse im Endeffekt und die sind natürlich immutable, also die sind aufgetreten oder sie sind halt nicht aufgetreten. Es gibt aber noch ganz viele, super viele weitere Beispiele für immutable Daten. Wir werden später noch mehr davon sehen. Aber wenn ihr Richtung Big Data denkt, ja, alle möglichen Zeitreihendaten, Maschinensensordaten, Marktdaten, ja, das sind alles Daten, die im Endeffekt immutable sind. Ja. Und by the way, mit Daten, wir reden hier meistens von Aggregaten, das heißt also Aggregate im Sinne von Domain-Driven Design. Das heißt, das sind im Endeffekt so Cluster von Domain-Objekten, also Entities oder Value-Objects. Und in Domain-Driven Design markieren Aggregate auch so Konsistenzgrenzen im Endeffekt. Ja, also das Aggregate ist ein ganz wichtiges Konzept für Konsistenz in Domain-Driven Design. Deswegen hier auch der Begriff. Okay, jetzt habe ich vielleicht Daten, die sind blöderweise nicht immutable. Aber das nächste, was ich mich fragen kann, ist, wie sind denn diese Daten? Also ist es vielleicht so, dass ich die Daten, auch wenn sie veränderlich sind, einfach jederzeit sozusagen berechnen oder herleiten kann aus anderen Daten? Ja, also ich muss die Daten gar nicht direkt schreiben. Ich kann sie einfach jederzeit aus anderen Daten berechnen. Ja? Dann sprechen wir von sogenannten derived aggregates. Das sind also Daten, die abgeleitet sind von anderen Daten. Ja? Und da gibt es natürlich auch super viele Beispiele, unter anderem sämtliche aggregierten Daten, ja, Richtung Data Warehouse beispielsweise, KPIs und so weiter. Aber auch hier wieder, wenn wir Richtung Machine Learning denken, ja, also eure Netflix Recommendations, eure Recommendations im Webshop, das sind im Endeffekt alles einfach nur generierte Daten, genauso eure Timeline in Twitter oder so. Ja. Okay, als dritte Klasse sehen wir dann, ist dann noch die Frage, okay, ich habe jetzt Daten, die sind veränderlich, ich kann sie blöderweise auch nicht einfach herleiten aus anderen Daten. Dann ist die dritte Frage, werden diese Daten vielleicht nur von einem bestimmten Updater immer aktualisiert, ja? Also von einem bestimmten Nutzer oder von einem bestimmten System? Dann sprechen wir von Dedicated Aggregates, ja. Und da fallen eigentlich so alle Crowd-Daten rein, ja. Also eure Reviews, ja, eure Social-Media-Posts oder es kann auch sowas sein wie Dedicated Master Data, also eure Nutzerprofile beispielsweise, ja. Das sind alles Daten, die werden eigentlich immer nur von einem Updater geschrieben. Das heißt, auch da ist entsprechend ein niedriges Konfliktpotenzial gegeben an der Stelle. Genau, und alle weiteren Datenarten, die würden wir eher als nicht trivial einstufen, zumindest im Zusammenhang mit Eventual Consistency. Ja. Aber auch hier betrachten wir nochmal drei Unterklassen, was die nicht trivialen Aggregate angeht. Und auf der untersten Ebene haben wir hier sogenannte Referenzaggregate. Ja. Das sind Daten, die sind relativ stabil, relativ langlebig, sind häufig so etwas wie Stammdaten, ja, und sie werden halt eben auch häufig von anderen Aggregaten referenziert, ja, also es trifft auf jeden Fall bei Stammdaten normalerweise zu, aber auch bei Metadaten oder Werten, ja,
Und bei diesen Daten ist natürlich so, die werden relativ selten aktualisiert und entsprechend ist da auch eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit für gleichzeitige Updates auch zu Stoßzeiten an der Stelle. Und entsprechend haben wir auch eigentlich eine sehr niedrige Wahrscheinlichkeit für Konflikte oder auch Nebenläufigkeitsanomalien, die sich dann daraus ergeben könnten. Okay, auf der zweiten Stufe haben wir Aktivitätsaggregate. Und das sind im Endeffekt Daten, die den Zustand einer gemeinsamen Aktivität abbilden, im Endeffekt, ja. Also das können ganz standardmäßig Workflows sein, Businessprozesse und so weiter, aber auch generell alle möglichen, weiß ich nicht, gemeinsame Aktivitäten, wo es einfach mehrere Akteure gibt, die potenziell Daten aktualisieren. Ich habe zum Beispiel relativ viel Projekte im Smart Farming Umfeld gemacht und da gibt es beispielsweise IT-gestützte Operationen, die im Feld durchgeführt werden. Ja, das wäre auch ein Beispiel für so ein Aktivitätsaggregat. Und bei Aktivitätsaggregaten ist jetzt ein bisschen anders, denn da kann es je nach Zustand eben schon sein, dass es zu sehr vielen gleichzeitigen Updates kommt. Das heißt, hier haben wir halt schon eine hohe schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass es zu Stoßzeiten, zu gleichzeitigen Updates auf den gleichen Daten kommt. Und entsprechend haben wir hier auch schon dann eigentlich eine hohe Wahrscheinlichkeit für Konflikte und Nebenläufigkeitsanomalien. Das heißt, hier sollte man sich auf jeden Fall eine Strategie zurechtlegen, wie man im Zweifelsfall mit Konflikten umgeht. Und als Königsklasse sozusagen haben wir die Collaboration Result Aggregates. Das sind im Endeffekt Daten, die das Ergebnis von, ich sage es mal, gemeinsamer kollaborativer Wissensarbeit sind. Ja, das heißt, das kann ein Artikel sein, an dem mehrere Personen oder vielleicht in Zukunft auch Maschinen schreiben. Das kann ein Whiteboard-Diagramm sein, ja, ein CAD-Modell, im Endeffekt auch Software selbst. Ja, und da ist es auch so, natürlich jetzt, wenn wir zum Beispiel an Software denken, ja, gegen Ende von dem Sprint kann es halt schon sein, dass das sehr viel gleichzeitig passiert. Generell überall, wo wir kollaborativ arbeiten, wo wir im Bereich Wissensarbeit unterwegs sind, ist es natürlich ganz klar, da arbeiten mehrere Leute gleichzeitig drauf. Und entsprechend ist es auch so wahrscheinlich, dass es da zu gleichzeitigen Updates kommt, dass man eigentlich in jedem Fall eine Strategie benötigt, die Konflikte automatisch beheben kann. Ja, ansonsten ist die Usability einfach zu schlecht an der Stelle. Okay, so das wäre soweit unsere Klassifikation. Ganz spannend soweit. Was nutzt einem das jetzt? Also ganz konkret sollte man sich damit natürlich beschäftigen, das im Hinterkopf behalten, wenn man mit Eventual Consistency zu tun hat. Was ich fast noch wichtiger finde als die Klassifikation an sich, ist sich auch immer zu überlegen, was das eigentlich bedeutet, ganz konkret für die eigene Anwendung. Ja? Also wenn ich jetzt weiß, ich habe ein gewisses Konfliktpotenzial, auch eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass es zu Anomalien kommen kann, sollte ich mich halt auch ganz bewusst fragen, was es konkret für Konsequenzen haben kann. Ja? Und was für Kosten das eventuell verursacht. Und das ist halt eine Sache, die wir Techies halt auch gemeinsam mit den Domain-Experten auf jeden Fall diskutieren sollten. Denn es kann halt vollkommen valide sein, bestimmte Anomalien einfach in Kauf zu nehmen, ja, so wie es beispielsweise auch Amazon tut mit der Shopping Cart, ja. Denn Amazon verliert so unglaublich viel Kohle, wenn dieser Shopping Cart Service nicht verfügbar ist, ja. Im Vergleich dazu ist es relativ günstig, wenn es da ab und zu mal zu einer manuellen Retoure kommt oder was manuell da irgendwie storniert werden muss. Deswegen, der Punkt ist einfach nur, man sollte hier einfach wohlüberlegte Entscheidungen treffen und die halt auch sehr bewusst treffen. Meiner Ansicht nach ist es, wie gesagt, vollkommen valide, wenn es auch mal zu Anomalien kommt. Man muss es halt einfach wirklich abheben. Sich genau überlegen und auch vor dem Hintergrund beispielsweise von dem Geschäftsmodell irgendwo betrachten an der Stelle, ja, weil es halt einfach relevant ist an der Stelle. Okay, eine andere Frage, die man sich stellen ist, okay, wie häufig kommen diese verschiedenen Klassen denn eigentlich in der Praxis so vor? Ja?
Und ich sage gleich, das ist jetzt die Zahlen, die wir da jetzt präsentieren, die sind nicht irgendwie empirisch validiert, das ist mehr so unsere Erfahrung, unser Bauchgefühl. Aber ich behaupte, wenn wir traditionelle Informationssysteme anschauen, also ERP-Systeme, CRM-Systeme und so weiter, behaupte ich, wir haben einen relativ hohen Anteil von diesen eher nicht trivialen Aggregaten, also Referenzaggregate, insbesondere auch Aktivitätsaggregate. Ja. Und möglicherweise ist es auch eine Erklärung dafür, weswegen wir halt bei diesen traditionellen Systemen auch bevorzugt auf relationale Datenbanken gesetzt haben, die uns an dieser Stelle ja auch die höchsten Garantien bieten im Endeffekt. Ja. Wenn ich mir jetzt im Gegensatz dazu mal Social Media anschaue, dann behaupte ich, ist dieses Verhältnis eigentlich komplett umgekehrt. Ja. Also wir haben da überwiegend dedicated Daten, also Crowd-Daten auch, ja. Wenn ich mir meine Timeline anschaue, dann wird die abgeleitet aus diesen anderen Daten. Ich habe vielleicht auch sehr viele immutable Daten, beispielsweise die Anzahl der Likes zu einem Post. Das heißt, hier habe ich wirklich überwiegend diese trivialen Daten, die dann im Zusammenhang mit Eventual Consistency weniger Probleme machen und auch ein deutlich geringeres Konfliktpotenzial haben an der Stelle. Und damit kann man vielleicht auch erklären, dass dort halt eben Eventual Consistency eher so der Standard ist an der Stelle. Das nächste, was man sich dann natürlich fragt, ist, okay, was ist denn jetzt eigentlich mit den Systemen, die wir demnächst bauen oder die wir jetzt gerade bauen? Ja, und da ist es, behaupte ich halt so, dass wir da mittlerweile einen Mix an all diesen verschiedenen Datenarten haben. Ja, und das bedeutet halt auch, dass wir eigentlich gar nicht mehr so pauschal entscheiden können, welche Konsistenzanforderungen wir haben und welche Datenbank wir da irgendwie global einsetzen wollen, sondern es ist halt vielmehr so, dass wir viel mehr situativ einfach entscheiden müssen für die verschiedenen Teilsysteme auch, welche Konsistenzanforderungen haben wir da, welche Datenbanken brauchen wir an der Stelle entsprechend und so weiter. Das ist halt einfach nur eine logische Konsequenz davon. Okay, ich werde soweit mit der Klassifikation durch und würde jetzt noch ein paar, ich sage jetzt mal, Best Practices und Design Patterns vorstellen, die halt eben auf dieser Klassifikation aufbauen. Und meine erste Empfehlung wäre, wann immer es möglich ist und ihr natürlich, wenn ihr mit Eventual Consistency zu tun habt, zu versuchen, eher diese trivialen Aggregate zu verwenden, wann immer das natürlich fachlich möglich ist. Ja. Also ist vollkommen klar, dass wir es nicht schaffen werden, komplette Domain-Modelle ausschließlich mit trivialen Aggregaten zu modellieren. Aber ich behaupte, es ist halt so eine Low-Hanging-Fruit, die eigentlich öfters mal übersehen wird. Also ganz oft sind Daten auch von der Fachlichkeit her eher immutable. Und dann sollte sich das halt auch, finde ich, im Design entsprechend widerspiegeln. Insbesondere auch, weil wir halt sehr viele Vorteile daraus ziehen können. Ja. Und ich habe jetzt hier links mal so ein paar Beispiele geliefert, so aus meiner praktischen Erfahrung für Immutable Aggregates. Domain-Events hatten wir schon besprochen. Aber wenn wir jetzt wieder Richtung E-Commerce denken, ja, also eine Bestellung, die bestätigt ist, ja, die ist eigentlich inhärent immutable. Ja. Also ich kann die danach nicht mehr ändern. Schon allein aus buchhalterischen Gründen muss es dokumentiert sein, was genau die Bestellung war, in welcher Version die Produkte bestellt wurden und so weiter. Ja. Anderes Beispiel, ich war länger bei der Flugsicherung im Projekt und habe da mit dran gearbeitet, die Schichtpläne für die Fluglotsen zu optimieren. Und da ist es genauso. Ja, wenn ich so einen Schichtplan mal veröffentlicht habe, wenn die Schicht begonnen hat, dann darf dieser Schichtplan nicht mehr so einfach geändert werden. Ich will ja auch im Nachhinein noch wissen, welcher Fluglotse wann für welchen Luftraum da irgendwie zuständig war. Ja. Genauso ist es, wenn ich ein Angebot abgegeben habe oder Thema Online-Auktion, wenn ich ein Gebot abgegeben habe. Das sind alles Dinge, die sind immutable und ich behaupte halt, da gibt es öfters Beispiele in der Praxis, wo man das ausnutzen kann. Gut, was jetzt Derived Aggregates angeht, da möchte ich insbesondere das Kalm-Theorem euch ans Herz legen. Weil ich behaupte mal, dass halt wir häufig auch die Sache haben, dass der Zustand in unseren Modellen sich tatsächlich einfach nur monoton entwickelt. Ja. Auch da wieder typisches Beispiel Online-Auktion, also das höchste Gebot
von der Auktion ist auch entwickelt sich monoton. Es wird immer nur größer, 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 niemals in die andere Richtung. Ja. Dann haben wir häufiger auch mal so Aktivitäten und Prozesse, die sich tatsächlich einfach nur monoton entwickeln. Ja. Auch dann können wir im Prinzip das Kerntheorem hier anwenden und den Zustand sozusagen ableiten. Da ist ein bekanntes Beispiel, was häufig verwendet wird, ist die Lagerverwaltung. Ich kann eigentlich jederzeit die Anzahl der auf Lager befindlichen Items mir berechnen aus den Wareneingangs- und den Warenausgangsbestätigungen. Das ist auch wieder so ein Beispiel für Derived State. Genau, damit wären wir mit unserem Vortrag soweit am Ende. Wir würden noch gerne kurz den Hinweis geben, dass ihr das Ganze auch auf GitHub finden könnt, also insbesondere diese Patterns. Und Best Practices gibt es auch in so einem niedergeschriebenen Handout, wo das Ganze nochmal auch ausführlich und mit Beispielen sozusagen beschrieben ist. Da könnt ihr uns gerne folgen. Wir haben auch verschiedene Studien schon dazu gemacht und diese Geschichten auch wirklich in richtigen Projekten sozusagen ausprobiert, dabei systematisch auch Daten erhoben. Und diese Studie, die wir zuletzt gemacht haben, die ist auch als Open Access frei verfügbar. Kann also jeder da gerne reinschauen. Und wir haben, by the way, dafür auch den Best Paper Award bekommen. Genau, wir haben noch ein paar mehr Sachen, die sind jetzt nicht Open Access. Wenn ihr euch dafür interessiert, für diese anderen Papiere, könnt ihr uns auch gerne kontaktieren. Wir finden dann auch einen Weg, wie wir das sozusagen mit euch teilen können. Genau, damit wären wir am Ende. Von unserem Vortrag. Ich hoffe, ich konnte ein paar Impulse geben, wie man das hier alles besser machen kann. Genau. Weiß ich nicht, Annette, hast du noch was da hinzuzufügen? Ich glaube, das hast du in Gänze und vollumfänglich super erläutert. Wir drehen jetzt noch eine Runde mit dem Hund und freuen uns ansonsten auf eure Fragen.